Herzlich willkommen auf meinem Kanal, die Wollfreundin. Ich habe euch heute dieses hübsche zweifarbige Muster mit dem Broken Seed Stitch oder auch dem gebrochenen Perlmuster mitgebracht. Ich finde, es erinnert an einen Fischschwanz oder an den Schwanz einer Meerjungfrau, da es eben aussieht wie kleine Schuppen. Dieses Muster ist effektvoll und raffiniert, aber wirklich einfach zu stricken. Wenn ihr wissen wollt, wie es geht, dann bleibt jetzt dran und ich stricke es mit euch und erkläre es euch. Damit das Muster schön zur Geltung kommt, braucht ihr eine neutralere Grundfarbe und eine Kontrastfarbe. Ich habe hier ein Wollweiß und ein blaues Verlaufsgarn benutzt. Es ist schön, wenn ihr zum Beispiel das Bündchen, die Ferse und die Spitze auch in der Grundfarbe strickt. Jetzt aber zum Muster. Für dieses Muster braucht ihr eine Maschenzahl, die gerade ist, also die aufgeht, damit das Muster funktioniert. Das Muster besteht lediglich aus rechten und linken Maschen und hat einen Rapport über 4 Runden. Ich zeige euch jetzt die erste Runde, und zwar stricken wir die in der Grundfarbe. Das heißt, ich lasse die blaue Farbe einfach hier rechts liegen und stricke mit meiner Grundfarbe. Wenn ihr hier am Bündchen beginnt, die Farbe zu wechseln, dann lasst ihr einfach das Ende der Kontrastfarbe hängen und strickt los. Ihr könnt es später dann vernähen, das Ende. Das habe ich jetzt hier schon getan. Aber jetzt zu unserer ersten Runde. Die ist ganz einfach. Und zwar strickt ihr die Grundfarbe einfach in glatt rechts. Das heißt, die komplette Runde mit rechten Maschen. Achtet darauf, dass nach dem Farbwechsel die ersten 3 Maschen etwas lockerer gestrickt werden, damit sich das an dieser Stelle nicht unschön zusammenzieht. Das wäre wichtig. Ich traue euch das zu, dass ihr diese erste Runde glatt rechts alleine schafft. Und deshalb sehen wir uns erst zur zweiten Runde wieder. In der zweiten Runde wechseln wir zu unserer Kontrastfarbe. Das heißt, wir nehmen einfach die andere Wollfarbe auf den Finger und lassen hier die Grundfarbe ganz locker hängen. Achtet darauf, dass ihr diese Fäden hier nicht verkreuzt, denn sonst zieht sich die Wolle bzw. die Socke an der Stelle zusammen und das könnte man dann bei der fertigen Socke sehen. Unsere zweite Runde startet wie folgt. Denkt daran, die ersten 3 Maschen etwas lockerer zu stricken. Ihr wisst, sonst zieht sich's auch hier zusammen. Die zweite Runde ist auch nicht schwieriger als die erste. Ihr wechselt einfach ab, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Das macht ihr die ganze Runde bis zum Ende fertig. Wenn ihr darauf geachtet habt, dass eure Maschenzahl gerade ist, dann funktioniert das auch problemlos. Immer linke Maschen und rechte Maschen im Wechsel. Wir sehen uns wieder. Das könnt ihr nämlich alleine ohne mich zur dritten Runde. In der dritten Runde stricken wir wieder mit unserer Grundfarbe. Denkt daran, darauf zu achten, dass sich diese beiden Fäden beim Farbwechsel nicht überkreuzen. So, wir fangen wieder an. Nicht vergessen, die ersten 3 Maschen ganz locker zu stricken. Und die dritte Runde ist wieder eine gemütliche Runde, eine Schnarchrunde, in der ihr ganz einfach alle Maschen rechts abstrickt. Einmal die Runde rechts und dann sehen wir uns wieder zur letzten Runde
zur vierten Runde. So, die dritte Runde ist gestrickt und die vierte Runde ist dann auch schon die letzte Runde in unserem Musterrapport, bevor ihr wieder mit der ersten Runde anfangt. Wir haben wieder zu unserer Kontrastfarbe gewechselt und stricken jetzt wieder abwechselnd rechte und linke Maschen, fangen aber dieses Mal mit der rechten Masche an. Denkt dran, die locker zu stricken, die ersten drei Maschen. Und dieses einfache rechts-links, das macht ihr jetzt wieder bis zum Ende unserer Runde. Und dann sehen wir uns noch mal kurz wieder für einige Tipps zum Muster. Hier bin ich noch mal mit ein paar abschließenden Worten. Ich würde euch empfehlen, die Sohle der Socke bei diesem Muster glatt rechts zu stricken. Das ergibt dann Streifen, auf denen läuft sich's besser als auf diesem Strukturmuster. Ihr könnt das Muster natürlich auch noch anderweitig einsetzen und nicht nur für Socken. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es schön aussieht, Bündchen, Ferse und Spitze in dem Blau zu stricken oder in eurer Kontrastfarbe und die Fischschuppen selber in einer neutraleren Farbe. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. So, jetzt bleibt mir nur, mich zu bedanken für eure Aufmerksamkeit. Und sollte euch mein Video gefallen oder geholfen haben, lasst mir doch gerne ein Däumchen nach oben da und ein Abo, dann freue ich mich. Bis bald, eure Wollfreundin.